Kommen wir zu einem Fall mit Mehrfachbelastung, eine chronische Multisystembelastung. Hier waren Nahrungsmittelallergien bekannt, Holzschutzmittelbelastung nachgewiesen und eine Schwermetallbelastung. Eine 50 Jahre alte Patientin kam zu mir, eine Lehrerin. Sie hatte extremen Hustenreiz, der therapierefraktär war. Sie hatte unter Räusperzwang zu leiden, auch therapierefraktär. Und das Schlimmste waren die Blähungen, therapierefraktär auch, die sie nicht mehr in die Lage brachten, vor der Klasse zu stehen. Mit 50 Jahren war das natürlich ein großes Problem. Die Fremddiagnostik bisher zeigte, die Schilddrüsenwerte waren in Ordnung, weitere Schilddrüsenuntersuchungen, einschließlich Ultraschall auch. Allergologie war nichts gefunden worden in der normalen allergologischen Untersuchung. Und die Lungenuntersuchung zeigte lediglich ein hyperreagibles Bronchialsystem, was wir auch aufgrund dieser Symptomatik natürlich erwarten würden. In unserer Anamnese, der umweltmedizinischen Anamnese, zeigte sich aber, dass eine Beschwerdefreiheit im Urlaub bestand. Und dieses wurde spontan von der Patientin wiederum bestätigt. Im Urlaub hatte sie eine Beschwerdefreiheit und als sie zurückkam nach Hause und in den Schuldienst, traten die Beschwerden wieder auf. Das hatte sie auch den Kollegen vorher gesagt. Und die Folge war, dass sie eine psychosomatische Erkrankung attestiert bekommen hat. Man unterstellte ihr, sie könnte die Schüler nicht mehr aushalten und hätte deshalb diese psychosomatische Symptomatik aufgebaut. Als Überforderungssyndrom, als Lehrerin wurde es apostrophiert und sie wurde arbeitsunfähig geschrieben und zeitberentet für ein Jahr. Das ist im Alter von 50 Jahren nicht lustig, weil abzusehen war, wenn es nach dem einen Jahr nicht besser würde, dann müsste unbedingt dann wohl eine Dauerberentung stattfinden. Und als engagierte Lehrerin mit 50 fand sie das nicht gerade sinnvoll. Zudem waren in der häuslichen Situation die Beschwerden nicht besser. Also ohne die Schule, aber zu Hause traten die gleichen Symptome auf, sodass das Argument einer reflektorischen, psychosomatischen Reaktion auf die Schule eben nicht hält. Es wurden keine weiteren Untersuchungen gemacht, sondern man hat eben sich dann auf die psychosomatische Diagnostik gestützt. Was wir fanden, waren im PRIC und IC, also Intraoktantest, keine Sensibilisierungsnachweise. Wir haben eine umfangreiche Untersuchung nochmals gemacht. Wir haben auf Nahrungsmittel, Farb- und Zusatzstoffe untersucht, allergologisch. Wir haben Milben untersucht. Wir hatten ein Gesamt-EGE, das sehr niedrig war, was aber nicht unbedingt was aussagt. Ein spezifisches EGE der Rassklasse 0 aller getesteten Lebensmittel, außer Alpha-Lactalbumin, also ein Milchbestandteil, und Latex. Eine Rassklasse 3 immerhin. Und das ist natürlich etwas, worauf man dann auch achten muss, weil gerade Latex häufig Kreuzsensibilisierung hat, zum Beispiel mit Banane, zum Beispiel auch mit Ficus benjamini. Und da kann man durchaus Eliminierung durchführen. In einem späteren Fall werde ich Ihnen sowas nochmals schildern. Weiterhin auffällig war eine Rassklasse 4, das ist schon ziemlich hoch, auf Formaldehyd. Wie kommt diese Frau zu einer Rassklasse 4? Und wenn wir ein Immunglobulin E auf solch ein Allergen haben, dann kann man schon davon ausgehen, dass im letzten halben Jahr bis einem Jahr hier ein heftiger Kontakt stattgefunden hat. Dann haben wir auf Nahrungsmittel nicht Typ 1 Reaktionen, sondern Typ 4 Reaktionen gesucht. Und da fanden wir auf Fleischmischungen einen Sensibilisierungsindex, der sehr hoch war. Auf Fisch einen deutlichen Sensibilisierungsindex, einen hohen wiederum auf Ei. Und sie hatte auf ihre eigenen Zahnmaterialien, in diesem Fall Amalgam, ebenfalls einen Sensibilisierungsnachweis auf das Quecksilber gehabt. Ich sagte Ihnen ja, sie hatte einen hohen IgE auf Formaldehyd. Und deshalb haben wir den Baubiologen in das Haus geschickt und haben gesagt, guck mal nach, woher dieses Formaldehyd kommt. Er fand ebenfalls erhöhte Formaldehydwerte messbar und er fand Weichmacher, vor allem Dibutylphthalat, in den Häusern, die aus den Oberflächen von Kunststoffen kommen. Es erfolgte eine baubiologisch kontrollierte Sanierung
Es erfolgte eine Entfernung sämtlicher Amalgame aus dem Mund unter Schutzmaßnahmen und eine entsprechende Ausleitung mit Chelatbildnern. Von Juli 1999 bis zum Dezember 2002 fand unter Noxenminimierung durch Haussanierung, durch Zahnsanierung, eine ökotrophologisch geführte Diät, eine Therapie statt, die dazu führte, dass der Räusperzwang weg war, der Hustenreiz weg war und vor allen Dingen der Blähbauch wegblieb. Diese Frau ist dann praktisch in dieser Phase, sagen wir mal 3 Jahre, beschwerdearm bis beschwerdefrei geblieben. Sie konnte wieder in den Schuldienst gehen.